Moin Moin, meine lieben Leute, und willkommen zurück hier zu Hogwarts. Heute schauen wir uns mal nach diesen Demigeist um. Uns fehlen nämlich noch einige, aber ich glaube gar nicht mehr so viele. Ich glaube, uns fehlen noch 5 Stück. Gucken, 2 habe ich hier, genau. 7, 2 habe ich abgegeben, also 9 müssen wir abgeben. Die 11 müssen wir abgeben und 9, ja. Also es fehlen, glaube ich, ich brauche 9. Und 2 habe ich hier, 2 habe ich abgegeben. Ja, also müssen wir jetzt noch 5 Stück finden. Und genau, richtige Gebiet habe ich nicht, wo wir gucken können. Aber ich habe jetzt einfach mal eine Liste gemacht mit den Gebieten, wo wir uns sozusagen befinden. Das heißt, hier befinden wir uns bei dem Tierunterricht. Und hier gucken wir uns alles an. Und dann arbeiten wir uns so von hier, so von Flohpulverstation zu Flohstation durch. So. Hallo Homura. Hier rein. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele es insgesamt gibt hier. Ich habe keine Ahnung. Ja. Weiß ich leider wirklich nicht. Aber er braucht ja 13 Stück von uns. Ich glaube, brauchen wir ein paar. Also, mal gucken. Ich habe ein paar abgegeben. Ich weiß nicht, wie viele ich abgegeben habe. Ein paar haben wir auf jeden Fall gegeben. Sehr gebrochen. Das wollen wir nicht. Aber hier drin. Hier. Hallöchen. Okay, nichts. Rebellion. Kein Demigeist. Hier, da ist einer. Okay. Du gehörst mir, Demigeist. Gut, den haben wir schon mal. Es gab hier noch mehr Türen, glaube ich, ne? Können wir wahrscheinlich einfach rausgehen jetzt. An der Seite. Aber hier drüben war auch noch eine Tür, oder bin ich verkehrt? Okay, hätten wir jetzt einfach nur von der Seite reingehen können. Gut, da wir aber einen Schloss geknackt haben und wir in den Raum reinkommen, ist es, glaube ich, egal. So, wir haben jetzt noch mehrere. Gucken, wo wir hin können, weil wir, so, wir sind da. Hier gibt es noch die Nordausgang von Hogwarts. Achso, hier sind diese Mauern, ne? Da hatten wir mich auch eingesehen, da kommt man aber nicht hin damals. Aktio-Duell. Machen wir gleich nochmal, aber erstmal reisen wir dahin. Weiß man dahin. Okay, oder auch nicht. Wieder mal auf Abenteuertour. Rebellion. Da ist eine Tür. Aufschließen. Hallo Homura. Perfekt. Perfekto. Okay, hier ist wahrscheinlich keiner. Aber hier ist noch was anderes. Lass mal reinsammeln. Eine Truhe. Ein Demigeist ist hier nicht. Aber lass uns die Mauer mal abklappern hier. Hier ist überall ein Testral. Und ein weibliches Testral. Darf ich die fangen? Tierwesen kann ich, okay, die können nicht gerettet werden, weil die ja nicht gerettet werden müssen. Die sind ja hier bei Hogwarts. In Sicherheit sozusagen. Gut. Da. Wollen wir hier drüben nochmal gucken, ob wir hier was finden? Abschließen. Hallo Homura. So. Rebellion. Nee. Aber hier ist ein. Ach, hier ist ein Dings. Warte. Lumos. Auf der Mauer, auf der Mauer. Da irgendwo ist so ein Schmetterlingskram. Wird das hier sein, was gemeint ist? Wahrscheinlich, ne? Gott, hier sind noch die Alten. Rebellion. Okay.
Kann ich das Ding da oben anmachen? Warte mal. Contingo! Okay. Revelio. Nichts. Da sind Truhe. Ach, das ist Sonne. Verschwinde die Brusttruhe, wir gehen mal weg. Danke. Revelio. Nichts. Alohomora. Da sind wir was anderes drin. Ist vielleicht kein Demigeist, aber. Perfetto. Revelio. Mist. Es gibt sogar mehrere Türen hier, okay. Bombarda. Nee, das geht nicht. Okay. Lumos. Kann ich auch nichts machen, ne? Schade, das gibt ja irgendwas Geheimnis. Liegt hier gar nicht, okay. Da war die Zentrale drin. Da war es irgendwie kaputt, lass uns da nochmal hingehen. Oder kann man auch rein? Oh, sogar Hallo, Schloss 2. Okay. So. Revelio. Ist aber mit jedem Tag wird schwieriger. Da. Täglich, so scheint es, stolpere ich über eine weitere Demisgeist-Statue. Wer ist denn? Ich bin am Verzweifeln. Seit ich dieser heiligen Kreatur in Hogsmeade gewesen bin, kann ich nicht mehr schaffen. Und ich fürchte, Blick stimmt. Lenken sich in mir vielleicht noch nicht sicher. Achso, das ist. Ach, ich bin in seinem Quartier, okay. Revelio. Da hat hier keine Figuren stehen, was ich drin. Ne? Wäre jetzt ja auch komisch gewesen. Keine, ne? Okay. Wundert mich ein bisschen, aber na gut. Gut, dann lass mal hier weiter gucken. Da ist zugemauert. Au. Oh. Diese Mauern überhaupt so kaputt sind, wundert mich. Guck mal, da oben ist auch noch ein Weg, aber wie kommen wir da hin? Den Weg hoch. Hier war ich doch mit dem Typen wegen dem Astronomiekram, oder? Ist das nicht richtig hier? Ich glaube schon.
Rivelio. Wir haben ja, glaube ich, schon die Figur mitgenommen, kann das sein? Wir waren hier und haben, glaube ich, eine Figur ein mitgenommen. Ein Astronomie-Altar. Ich sollte ihn beinahe... Ah, guck mal, hier kommt auch rein. Mehr gibt's hier aber auch nicht. Gut, also viel mehr, glaube ich, gibt's hier gar nicht. Das sehe ich, entdecke ich hier nichts. Nee. Da kommen wir nur runter, aber können ja nicht rüber. Obwohl. Können wir hier fliegen? Revelio. Aber mehr ist ja auch nicht. Okay. Schade. Okay, also hier finden wir gar nichts. Wir können auf die andere Seite gehen. Gehen wir rüber. Ob da noch irgendwas ist an den kaputten Ecken da? Oh, hier waren wir ja, ne? Rivelio. Nur gutes. Oh nein. Gut, ich glaube, hier finden wir einfach nichts mehr. Wir haben, glaube ich, die alle schon gefunden hier. Wo könnten wir denn noch gucken? Also ich gehe mal auf meine Liste hier durch, was wir noch haben. Wir haben hier noch so verschiedene Bereiche, die man machen könnte. So, ich habe hier meine Liste mal geguckt, wo man was machen kann, aber ich glaube, das haben wir praktisch alle. Tja, also in Hogwarts, glaube ich, finde ich keine mehr. Lass mal die Weltkarte gehen. Da gibt es ja noch die Dörfer rundherum. Hogsmeade, da haben wir 9 von 9 Demi-Statuen. Hier von Hogwarts, da fehlen uns noch 3. Guck mal da, da fehlen uns noch 3 Statuen in Hogwarts. Wo können die denn noch sein, bitte sehr? Ich habe doch fast, ich glaube, ich habe echt nie alles abgegrast, was es gibt. Also, glaube ich. Gut. Weiß ich jetzt auch gerade nicht. Ich würde trotzdem mal rumreisen. Denn was anderes weiß ich gerade nicht. Kann man hier auch Umland angucken? Wie man da bekommt? Hier gibt es Demi-Kongo. Hier haben wir 1 von 1. Hier haben wir... Oh, hier haben wir keine. Da gibt es aber eine, siehst du das? Da reisen wir mal hin. Gucken, ob wir da eine finden. Brauche ich noch ein paar Figürchen. Ist natürlich einfacher so zu suchen, ne? So einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Revelio. So, warte mal. Das ist ja gar nicht hier in der Nähe jetzt, ne? Das Dorf da nicht nebenan? Habe ich das verkehrt? Achso, wir landen direkt da und sind sozusagen hier beim Dorf. Lass mal gucken. Hier ist irgendwo ein Schloss vor. Vielleicht können wir da herein. Ah, sie sehen gar nicht so schlimm aus. Hallo, Homura. Die Höhle, das Flüchtling. Da. Klack. So. Oh, Schuhe abputzen hier. Rebellion.
Anscheinend ist der Demigeist nicht hier oder oben. Mal gucken, was oben ist. Na, zumindest finde ich hier jetzt gerade nichts. Okay. Revelio. Ah, Sie sehen gar nicht so schlimm aus. Haben Sie die Höhle? Ich nehme natürlich alles mit, ne, was wir finden. So, da hinten ist auch noch ein Schloss davor. Gucken wir da drin mal. Alohomora. Ja. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Wo hat er den gesehen? Sogar, dass er es schon sieht, bevor wir es sehen. Was gut ist, wenn wir wissen, dass hier einer ist, dann machen wir natürlich auch die Nacht zum Tag. Beziehungsweise den Tag zur Nacht. Du gehörst mir, Demigeist. Okay. Und wer ist er hier? Sieht aus wie Mr. Black. Ist er nicht, okay. Gut. Das ist schon mal gut. Können wir gucken, vielleicht können wir bei denen noch mal Malkraut kaufen. Ja, gar kein Händler. Da war der Händler. Ah, Sie sehen gar nicht so schlimm aus. Sagen Sie mir noch mal, wobei Sie meine Hilfe brauchen? Mein Freund Milo und ich gingen zur Höhle einer Akromantula, um ihr Gift zu ernten. Es ging schief. Ich hoffe, dass sie... Okay, das machen wir noch, aber machen wir nicht jetzt. Jetzt gucken wir jetzt nach den Demigeist-Sachen weiter. Also hier hat man Demigeist gefunden. Was ist mit dem hier? Gibt es auch eine Demigeist-Statue? Aber wir können nicht direkt hinfliegen. Wir müssen von da aus hinfliegen. Können wir machen. Machen wir, legen wir einen Wegpunkt fest. Trollbekämpfung. Ja, erstmal... Nur hier hin. Ja. Und dann fliegen wir dahin, würde ich sagen. Ja, cool. Also so ist natürlich einfacher. Die Wind. Oh, das ist so ein Drache. Ach nee, das ist das Grasdrachending da. Natürlich einfacher, so die zu finden, als wenn man sich hier so ein Bescheuerter rumgucken muss. Mal rumfliegen, glaube ich. Irgendwie bin ich, guck mal, wo ich falsch bin. Ne, da. Jetzt muss ich doch da hinfliegen, oder nicht? Was? Da. Perfekt. So, wo ist dann bitte der... Ich wäre sehr dankbar, wenn du mir und meinem Freund bei einer eiligen Lieferung helfen könntest. Ja, ich kann euch annehmen, aber ich mache sie jetzt noch nicht. Können Sie Hilfe gebrauchen? Oh ja, kann ich. Gestatten Eddie Thistlewood. Ein guter Freund in Feldcroft ist mit seinem Latein am Ende, denn Renrock und seine Anhänger greifen sein Dorf unablässig an. Daher habe ich zwei Kisten chinesischen Kaukohl geschickt, aber sie sind verschwunden. Gute Idee. Mit diesem Kohl ist nicht zu spaßen. Genau mein Gedanke. Ich kenne mich mit Pflanzen aus. Und ich glaube, dass die Kobolde durch die vielen wilden Pflanzen so genervt sein werden, dass sie Feldcroft einfach in Ruhe lassen. Könnten Sie die beiden Kisten ausfindig machen und ihren Inhalt an meinen Freund Bernard Ndiaye liefern? Ich... kann meinen Laden gerade nicht verlassen. Ja, ich tue mein Bestes. Also gut. Ich werde Ausschau nach zwei Kisten mit chinesischem Kaukohl halten. Oh, danke. Ich werde Bernard Bescheid sagen, dass er den Kohl vielleicht doch noch bekommt. Was verkaufen Sie?
Feldcroft wird garantiert viel sicherer sein, wenn es von diesem chinesischen Kaukohl verteidigt wird. Also mal gucken, ob wir hier Ärger in Feldcroft. Vielleicht sollte ich helfen. Ob wir die Geisel finden hier. So. Revelio. Da war eine Truhe. Sehr gut. So, okay. Das machen wir auch schnell mal hier mit Malvenkraut, bevor wir das gehen. Oho, welch angenehme Überraschung. Ja, dann müssen wir alles mitnehmen, wenn es auf dem Weg liegt, ne? Ich frage, was jetzt hier die Quest ist. Da sieht es aus wie ein Kügelchen da hinten oder sowas, ne? Also, wenn wir eine Kugel irgendwo reinrollen können. Da. Was ist die Kugel denn da oben irgendwo? Guck mal kurz. Da ist sie doch. Protego! Akia! Oh, rein in die Kugel, Grube da, hm? Na? Getäuschung! So. Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. Gut. So, hier ist nochmal der Flugpunkt, den wir auch noch mit. Was haben Sie jetzt vor? Geht was sein muss, muss wohl sein. Ist alles in Ordnung? Wenn das Dorf Sie geschickt hat, um mit mir über... Ich weiß, was ich zu tun habe. Es kommt nicht oft vor, dass man seinen Troll einschläfern muss. Ich muss das erst verarbeiten. Ihr Troll? Was meinen Sie damit? Ich dachte, deshalb sind Sie hier. Tut mir leid. Wenn man so viel Zeit mit Trollen verbringt, vergisst man seine Manieren. Ich bin Alexandra. Ich wollte nicht unhöflich sein. Da Renrocks Bande überall ist, dachte ich, das Dorf braucht besseren Schutz. Aber mein Plan ist nicht aufgegangen. Ich habe mich doch entschuldigt, als er gestern fast das halbe Dorf zertrampelt hat. Er braucht nur Zeit. Aber keiner kann ihn leiden. Sie finden es verrückt, dass ich einen Troll trainiere. Unmöglich sogar. Naja. Auf jeden Fall erfordert es eine Menge Mut, es zu versuchen. Danke für Ihre Worte. Ich wünschte, andere würden das auch so sehen. Aber ich verstehe, warum alle so besorgt sind. Wieso habe ich mir nur in den Kopf gesetzt, ihn abzurichten? Hätte ich nur von Barnabas, dem Bekloppten, gelernt. Aber mein Troll ist mein Problem. Ich will ehrlich sein. Ich habe Angst, dass ich ihm nicht gewachsen bin. Er ist stärker als andere Trolle, mit denen ich zu tun hatte. Wüsste ich nur jemanden, der das für mich übernehmen könnte. Das klingt nicht gerade verlockend, aber ich denke drüber nach. Oh nein, damit habe ich doch nicht Sie gemeint. Sie sollten das Gebiet südwestlich von hier meiden. Zumindest bis ich den Mut habe, zu tun, was getan werden muss. Oh. So, kurz mal in deine Hütte reingehen. Revelio. Durch den Demigeist hier? Ein wilder Troll in Dorfnähe. Das könnte böse enden. Wer hier wohl wohnt?
So, da ist auch noch eine Hütte. Da waren wir schon drin, ne, oder? Ich glaube, wir rennen jetzt aber an den Hütten vorbei und gucken mal, wenn wir die aufmachen wollen. Da ist doch der See schon eine Figur da unten. Stehen. Perfekt. Du gehörst. Hallo, Homura. So, Demigeist gehört uns. Geld nehme ich auch gleich mit. Halt. Und aus der Trüche nehme ich auch die Sache mit. Oh, ein paar Snacks. Mal raus hier. Rebellion. Ist da draußen sein die Truhe, ne? Vielleicht oder? Warum muss man das Ding hier in der Truhe da? Okay. Legioso! Accio! Legatio Leviosa! Leviosa! Deswegen. So. Okay, wir wollen jetzt nicht den Troll besiegen, oder? Wollen wir es jetzt schon machen? Nee. Jetzt wollen wir erstmal die Demigeist dieses Wochenende, wollte ich gerade sagen, die Tage finden. Also, gucken wir hier. Demigeist 1 von 1. Demigeist 1 von 1. Oh, hier fehlt einer. Da, Demigeist. Gehen wir da hin. Die ganzen Nebenquests werden wir alle auf jeden Fall noch machen. Aber erstmal die Demigeist-Figuren einsammeln. Das ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich darin. Revelio. Eine fette Truhe. Hallo, drin, Homura. Aber kein Demigeist, leider. So. Revelio. Mal hier hoch, hier. Kleines Trüchchen hier oben. Sehr gut. Und das, oh, Alter, dieses ab und zu geht er ganz langsam und dann geht er wieder ganz schnell. Das ist ganz merkwürdig. Okay. Hier in der Hütte war das nicht. Vielleicht in der Hütte da? Rebellion. Gibt aber nichts. So, hier. Ah, da oben. Ich kann ja schon auf dem Boden sitzen. Da. Hallo. Also, dass man das immer noch aufmachen muss, ne? Ich hab es ein paar Mal gemacht und dann reicht es irgendwie, oder? Ist ja nicht besonders schwer, aber es nervt einfach nur. Schnarch. So. Du gehörst mir, Demigeist. So, ups, oder? Gut, nächster Demigeist. So, hier sind wir, den haben wir geschnappt. Die hätten wir auch weiter runtergehen hier. Müssen wir Sammlung Truhen. Hier auch nicht. Hier ist auch ein Dorf. Demigeist-Statuen, okay. Mal dahin. Und das ist auch gleich wieder eine Quest. Die können wir auch gleich mal direkt annehmen. Viele Nebenquests zu machen, macht ja auch irgendwie Spaß. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor. Revelio.
Da oben. Da sehen wir schon die Hütte. Und da ist der Demigeist unten in der Ecke. Hallo Homura. So. Ich mag die Musik irgendwie. So. Wieder raus. Wollen wir die Quest gleich mitnehmen hier? Sagen wir mal. Verzeihung? Haben Sie mich gerufen? Das habe ich. Ich bin Marion Moffat. Angenehm. Im Augenblick habe ich Schwierigkeiten, einen ganz bestimmten Deary Call zu finden. Ah ja, der magische Vogel, der bei Gefahr verschwinden kann. Seltsame Wesen, nicht wahr? Wussten Sie, dass Muggel sie Dodos nennen? So ein lustiger Name. Ich mache mir Sorgen um einen Albino-Deary Call namens Gwenyra. Sie ist ja eine Legende, also sind natürlich Wilderer hinter ihr her. Ich würde sie wie eine Königin behandeln. Und ich könnte ihre gemauserten Federn für meine Mode benutzen. Sie scheinen sich mehr für die Federn als für den Vogel zu interessieren. Aber sie wäre bei Ihnen sicherer als bei den Wilderern. Ganz genau. Sie würden ihre Federn ausrupfen und sie dann vermutlich töten. Mir gelingt es nicht, sie zu retten. Und ich fürchte, die Deary Calls trauen mir nicht, weil ich mich bei ihrem Bau herumgetrieben habe. Ich halte nach einem großen weißen Deary Call Ausschau. Oh, danke. Diese atemberaubenden Federn. Und sie wäre sicher. Und noch etwas. Sie scheint sich tagsüber zu verstecken. Ich habe sie immer nur nachts gesehen. Ich hoffe, Sie können sie retten. Das kriegen wir schon hin. Seien Sie bereit, sie zu verfolgen. Manchmal frage ich mich, ob sie das nicht sogar genießt. Das glaube ich jetzt nicht, aber wer weiß. Ich sollte wohl nach Gwenyra Ausschau halten. Offenbar bei Nacht. Hm. Aber wir haben ja den Demigeist hier. Das gehen ins nächste Dorf erstmal. Wir sind da. Hier gibt es keinen Demigeist, da können wir hinfliegen. Also lass mal hier eine Route machen. Dann flattern wir dahin schnell. Kann ich hier hochfliegen? Geht das nicht? Nur ganz kurz hier rein. Nur Trolls. Nicht der Kopf, okay. Ach, das Fliegen ist schon ganz cool hier, oder? Muss man sagen. Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. Revelio. Da ist der Demigeist. Ziemlich easy zu finden, die Dinger hier. Muss man sagen. Ich bin immer halb tot gesucht, aber hier ist es wirklich easy zu finden. Hier ist noch jemand, der eine Quest hat. Agnes Coffey? Hallo, Madame. Wie geht es Ihnen? Ich bin außer mir, seit Rococo davongelaufen ist. Rococo? Mein geliebter Niffler. Es tut mir leid, dass Ihr Haustier vermisst wird. Danke. Das weiß ich zu schätzen. Ich habe ihn seit so vielen Jahren. Er ist ein goldiger Gefährte. Neulich bei unserem Morgenspaziergang südlich von hier sind er und ich auf Henriettas Versteck gestoßen. Henrietta soll eine paranoide Einzelgängerin gewesen sein, hat überall im Schloss Fallen aufgestellt, um Diebe von ihren Wertsachen fernzuhalten. Als wir uns näherten, spiegelte sich in der Morgensonne irgendwas im Fenster und ehe ich mich versah, war Rococo weg. Ich mache mir solche Sorgen, aber ich halte lieber Abstand von was auch immer in diesem Haus ist, ganz zu schweigen von den herumlungernden Erschwinderinnen. Ich werde nach Rococo suchen. Oh, das ist wirklich lieb. Aber bleiben Sie dem Versteck fern. Das ist viel zu gefährlich. Wenn ihn doch jemand im Versteck findet, soll derjenige reich belohnt werden. Am besten mit Henriettas Schätzen. Sie hat sicher nichts mehr dagegen. Was verkaufen Sie hier? Was kann ich für Sie tun? Ach, guck mal, hier gibt es ein bisschen Ausrüstung. Okay, aber keine Highlights. Dieses Versteck klingt interessant. Das machen wir auf jeden Fall. Wobei brauchten Sie noch gleich... Mein Niffler. Nee, ich will die Waren. Was verkaufen Sie? Auch nur, weil ich... Was kann ich für Sie tun? Ein paar Sachen verkaufen will. Los geht's.
Man kann nie genug Waren haben, sage ich immer. Okay, dauert ein bisschen. Das bräuchte man, bräuchte echt eine andere Sache, dass man das schneller verkaufen kann, ne? Das ist echt nervig. In Henrietas Versteck waren wir ja tatsächlich schon, nur ist der auch schon. Also werden wir jetzt nicht hineiern, aber wir gehen von hier aus weiter und gucken, was es hier noch gibt. Hier gibt es noch ein Dorf, gibt es auch eine Demigeist-Statue, da müssen wir aber irgendwie hinfliegen. Vielleicht kann man da einen Wegpunkt setzen. Machen wir mal. Und los geht's. Muss ja in diese Richtung gehen, ne? Bin ich hier richtig im Weg? Guck mal. Ja, sieht gut aus. Immer an der Goldküste lang. Ja, Henriette ist versteckt, da waren wir schon. Es war auch gar nicht so schwer, aber das jetzt nochmal zu machen, ich weiß nicht. Machen wir auf jeden Fall nochmal die Nebenquests, aber jetzt geht es erstmal darum, den Rest zu finden. Das ist gerade wichtiger. Schon hier sind wir die Ballons gleich mit da. Ja, das können wir noch. Ballons nehmen wir noch mit. Tju! Komische Geräusche. Da kommen kämpfen welche. Hier ist nochmal ein... Eine Merlins, eine Merlins Prüfung? Kann das sein? Die können eine schnell Prüfung machen. Merlins? Ich glaube, die ist relativ zügig gemacht. Ich sehe diese Köpfe ja überall schon. Okay, das war nicht. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Ja, das war's schon. Sehr gut. Alles mitnehmen, was man unterwegs findet, ne? Wir versuchen das Spiel auf 100% zu bekommen. Mal sehen, ob es klappt. Aber ich glaube schon. So, und hochfliegen. Und jetzt fliegen wir da drüben hin. Zu dem Dörfchen. Ich glaube, können wir sogar hier rumfliegen, ne? Sind auch schon wieder Ballons. Können wir die Ballons gleich mitnehmen? Oh, aber es ist direkt beim Dorf hier. Klar, nehmen wir die mit. Andere macht gar keinen Sinn. Oh. Hier passiert. Und den noch. So. Und jetzt? Revelio. Demigeist, wo bist du? Wenn es noch eine Prüfung mehr ist. Wie es mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Da ist einer. So, noch eine Demigeist-Figur. Revelio. Riesiger, schattiger Baum, okay. Gut, ich muss einmal den Flugpunkt hier finden. Wo ist der denn? Der muss auch hier sein, oder nicht? Falls wir nochmal hier hin müssen irgendwann. Da. Nicht, dass ich den verpasse. Und nicht nur den Flugpunkt.
sondern auch gleich noch mehr Dienstprüfung machen hier. Ach Quatsch, das ist hier drinnen im direkten Kamin. Das ist natürlich cool. Wieder mal auf Abenteuertour? Mhm. Ja. Revelio. Da war Merlins Punkt, ne? Nee. Da. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. So, nutzen wir wieder. Okay, da ist eine Schale. Noch mehr Schalen. Revelio. Es ist jetzt nur diese eine Schale hier, das kann ja nicht sein. Tatsächlich? Contrinto! Das kann es nicht gewesen sein, da muss noch irgendwo was sein. Bloß wo? Revelio. Hier ist noch eine Quest. Diesen Dieben, die hier ihr Unwesen treiben, muss Einhalt geboten werden. Auf dem Kyurum? Wieso sehe ich denn diesen, das eine Ding hier? Ist das irgendwie getarnt? Das stimmt doch irgendwas nicht. Oder muss man nicht was anderes noch anderes anmachen? Das kann ja auch sein. Nee, da außer. Revelio. Wer hier wohl wohnt? Da ist auch noch eine Pfanne. Also hier ist noch eine Pfanne, das ist eine ganz kleine. Das heißt, die lange ist da hinten. Hier ist eine kleine, da ist noch eine mittlere. Guck mal da. Okay, das heißt, wir müssen hier hinten anfangen. Warte mal. Komm, trink du! Damit wäre das erledigt. Cool, die muss man auch erst noch finden, ne? Ganz easy. So, das nächste Dorf, was wir abklappern. Gucken. Hier hinten waren wir. Da ist auch der Flugpunkt. Hier ist kein Flugpunkt. Also hier müssen wir auch nicht hin unbedingt. Aber hier sind auch ein paar Flugpunkte, die wir alle gar nicht geholt haben. Schloss eigentlich. Theoretisch könnte man da mal kurz hinflattern. Wenn wir schon mal da sind. Aber dann hätten wir da auf jeden Fall den Flugpunkt und können dann zum nächsten flattern. Aber nur, dass wir alle Küsten schon mal abgegrast sind. Sonst hängen wir nämlich nachher und müssen dann wieder ganz hinfliegen. Wenn wir schon mal in der Nähe sind. Dann lass uns den doch da holen. Aber hier ist ganz schön, ne? Die Landschaft ist echt schön hier. Das Spiel ist sehr schön, muss man sagen. Haben sich echt Mühe gegeben. Hier waren wir ja auch schon. Hier sollte ich mich vielleicht nicht allein vorwagen. Muss auch gar nicht. Bin direkt weiterfliegen. So, wir gucken trotzdem kurz auf die Karte. Und zwar, da sind wir jetzt, haben wir den Flugpunkt, den holen wir uns jetzt nicht hier hinten. Dann müssen wir da nochmal hinfliegen auch. Wenn wir schon da sind, ne? Dann den letzten Punkt da hinten auch noch mit.
Revelio. Was hast du getan? Da ist auch noch so ein Dings. Also jetzt machen wir uns hier. Da. Punkt. Und dann können wir noch. Das ist wieder so ein Ding mit so mit diesen Kacksteinen, ne? Oder habe ich das richtig? Ah, das hatte ich in der Höhle ja nicht gekonnt. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Mal sehen, was wir diesmal hinkriegen. Was sind denn immer diese Dinger da hinten? Ich meine. Ach, die muss ich nur heile machen. Okay. Das kriege ich hin. Dependung. Nein. Repar. So, haben wir auch fertig. Sogar 14 Stück jetzt von 14, das ist schon gut. Das ist irgendwas Neues, Bonusmäßiges, das wir uns gleich auch mal angucken werden. Aber jetzt holen wir noch die letzten Demigeist noch hier von den Landschafts-Hyopies. Gucken wir mal auf. So, hier haben wir geholt. Hier ist noch ein Dorf. Da fehlt uns eine Demigeist-Statue, haben wir da. Und da haben wir auch, okay. Genau, hier hinten in der Ecke haben wir alles geholt. Dann können wir hier weiter gucken. Hier fehlt uns eine. Okay, dann lass uns mal hinterher. Da fehlt uns eine tatsächlich. Bin ich mal ein bisschen gespannt. Ja, es ist eine lange, es ist heute eine Such- und Dings, muss man sagen. Aber es macht trotzdem Spaß. Hier sind auch überall Quests immer, ne? Revelio. Da ist nur ein Schloss. Ich mach mal Nacht an hier. Man kann die besser in der Nacht finden. Da hinten sehe ich die kleine fette Wanze. Also hier drin zumindest. Das muss zu etwas Großem führen. Da. So, sie hat auch eine Quest für uns. Die nehmen wir auch gleich direkt mit. Verzeihung, Madame. Haben Sie gerade etwas gesagt? Ja, in der Tat. Ich spreche wieder mit mir selbst. Seit mein Mann verstorben ist, bin ich eine sehr interessante Gesprächspartnerin. Madame Marfia Twiddle freut mich sehr. Schön, Sie kennenzulernen, Madame Twiddle. Wissen Sie, das könnte Sie interessieren. Die Jugend liebt doch diese Art von Dingen. Mein Mann hat häufig über die mysteriöse Statue vor unserem Dorf nachgegrübelt. Er behauptete, es handle sich um eine Art altes Rätsel mit Vasen. Ich bin heute darüber gestolpert, als ich meinen Morgenspaziergang etwas länger als sonst ausgedehnt habe. Ein uraltes Rätsel? Klingt faszinierend. Sehen Sie? Ich ahnte, dass Sie das interessieren würde. Und warten Sie nur, bis ich Ihnen von den Gerüchten dazu erzähle. Mein Mann Grabble meinte, das Lösen des Rätsels würde eine Art magische Herausforderung enthüllen. Der Mann war von allem fasziniert. Er wollte gerade versuchen, es selbst zu lösen, also... Vielleicht könnten Sie einen Blick darauf werfen. Mich würde interessieren, was Sie womöglich herausfinden. Ich werde einen Blick drauf werfen. Ah, der Geist der Jugend. Ich hoffe, Sie können das Rätsel lösen. Wenn nicht für mich, dann in Gravels Gedenken. Ja, kriegen wir schon hin. Aber jetzt mal ganz kurz gucken, wie viele von diesen Demigeist-Dingern haben wir eigentlich jetzt schon. 10 Stück. Okay, das sind schon recht viele. Und wir haben auch ein paar abgegeben. Ich muss einmal kurz gucken bei hier drin. Wir haben ein paar Sachen jetzt schon im Kampf, zum Beispiel haben wir ein paar Sachen bekommen. Da. Protego Schild 2. Okay.
Ausrüstungseigenschaften Lupus Schutz 1. Okay. Mehr Platz für Ausrüstung. Das ist schon mal ziemlich perfekt. Merlins Prüfung. Müssen wir löse 20 Prüfungen Merlins. Okay, das dauert ein bisschen. Belohnung für Erscheinungsbild. Okay, Ausrüstung. Belohnung für Erscheinungsbild. Okay. Gut. Den haben wir ja nicht. Talente. Können wir mal zwei Talente haben wir sogar noch, die wir vergeben können. Was war das denn hier? Von Stupor getroffen, die bleiben länger betäubt. Der Megapartner hat eine bessere Heilwirkung. Ein erfolgreiches Ausweichen und Blockierer Angriff erhöht die alte Magieanzeige. R2 drücken, da kann man natürlich noch einen Platz haben. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Den machen wir auf jeden Fall. Nicht ganz so schlecht. Und dann haben wir noch hier Zaubersprüche. Talente werden Treffer mit Fallungszauber fahren Gegner explosive Objekte. Das ist auch cool. Bombardertreffer lösen eine starke Explosion mit einem gewaltigen Wirkungsbereich aus. Machen wir auch nochmal. So, beim nächsten Mal müssen wir bei unserem Schleichding nochmal ein bisschen was machen. So, ich gucke mal ganz kurz hier auf unseren, wo wir jetzt gerade sind hier. Den Demigeist haben wir eingesammelt. Hier fehlt uns noch einer. Den holen wir uns jetzt. Heute holen wir uns hier alle von Dörfern, die ganzen Demigeist. Wie viele Dörfer gibt es da? Jetzt haben wir, glaube ich, da irgendwie 7 oder 8 schon besucht. Ein nettes kleines Örtchen. Revelio. Da ist der Demigeist schon. Alohomora. Du gehörst mir, Demigeist. Ja. Gut. Lass uns gleich mal das nächste Dorf abklappern. Hier sind wir. Haben wir gerade eingesammelt. In dem Dorf hier. Haben wir. Du möchtest auch noch ein paar Dörfer. Demigeist-Statue da. Fehlt noch eine. Nehmen wir mit. Wir sammeln alle ein. Und dann gehen wir nochmal zu Dr. Moon. Dr. Moon, sag ich schon. Zu dem Hausmeister Moon. Und geben ihn dir ab. Wieder mal auf Abenteuertour? Ja. Revelio. Ah, da sitzt doch der fette Geist schon. Natürlich verkehrt. Ich wollte eigentlich nicht, dass du Zimbalkus einsammst und nichts trinkst hier, du Säufer. So. Haben wir auch. Ja, dann sammeln wir auch ein. Kommen wir nicht direkt hin, müssen erstmal hier hinfliegen. Und dann können wir den letzten, glaube ich, einsammeln. Eine etwas lange Folge heute, aber das stört mich gar nicht, denn würde ich schon ganz gerne haben, die ganzen Viecher. Und ich will auf jeden Fall Alohomora 3 haben, damit ich überall auch jetzt reinkomme. So, und los geht's. Halt. Da ist das Ding. Zweifellos. Ein paar Ballons, die nehmen wir auch gleich mit, wenn wir schon hier sind. Und runter. Den Flugpunkt brauchen wir auf jeden Fall hier. Wenn man da sein mag. Da. Revelio.
Darum ist der Demigeist. Du gehörst mir, Demigeist. So, haben wir noch hier. Noch mehr? Nee. Dann lass uns mal nach Hogwarts zurück. Und zu... Ja, warte mal. Zum Moon gehen. Jetzt kurz gucken, wie da ist. Haben wir ordentlich Dings aufgenommen noch, ne? Da. Zeige ich mir nochmal auf der Karte kurz. Der Mann hinter dem Monden. Cool, cool, cool. Jetzt müsst ihr uns ja den dritten Beschwörungszauber davon. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Oder bin ich jetzt verkehrt? Man müsste ja was zeigen, ne? Ja. Gut, dann laufen wir schon mal dahin zu ihm. Und... Oh. Okay, dauert ein bisschen, weil wir diese blöden Treppen noch runterlaufen müssen. Und jetzt sind wir gleich da. Oh, da. Besser, wo ist er? Ah, nee, die Scheißkatzen. Die blöde Katzen. Da, los geht's. Hallo, Mr. Moon. Oh, seien Sie gegrüßt. Ich habe tatsächlich ein paar Herrje, Sie waren ja fleißig. Unglaublich. Sie sind bereit für die letzte Allohomora-Lektion. Mit dem Wissen wird Sie kein Schloss mehr aufhalten. Sie haben alles getan, worum ich gebeten habe. Ich wünschte nur, ich wüsste, wer diese Statuen aufgestellt hat. Ach, wenn Sie weitere finden, können Sie sie gerne entfernen. Sie erweisen Ihrem Hausmeister damit einen großen Dienst. Und wenn ich je erfahre, welcher Tyrann hinter diesem grausamen Streich steckt, lasse ich es Sie wissen. Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe und Ihre Hartnäckigkeit. So bin ich. Zack. Jetzt, da Sie Allohomora beherrschen, bleibt Ihnen nichts verschlossen. Aber suchen Sie weiterhin Demigeist-Statuen und entfernen Sie die Monde. Machen wir. So, aber jetzt hören wir erstmal auf für heute und beim nächsten Mal machen wir bei der Hauptquest weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.